Augstein. Eigentlich müsste diese Sendung ja zumindest im Jahr 2018 geheißen haben: Augstein und Blome und Merkel. Denn es gibt kaum ein Thema, mit dem wir uns, oder eine Frau, eine Person, eine Funktion, mit der wir uns so oft beschäftigt haben und so viele schöne Titel gemacht haben, wie die Wackelkanzlerin, kippt Merkel, ene, mene, mu, wer führt die CDU, Merkel und Seehofer, die letzte Krise. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel Merkel. Und was machen wir eigentlich, wenn die Frau in 2019 in den Sack haut und dann auch nicht einmal mehr Kanzlerin ist? Dann können Freund? Sie hier noch das noch ein einziges Mal verschenken. Freund? Den Witz können Sie noch. Können Sie das der Kamera mal zeigen? Ich glaube, die meisten Kamera erkennen das gar nicht. Das ist eine Saftpresse, in der presse ich immer Herrn Augstein aus. Ja. Und, aber sein Hirn gibt keinen Saft mehr. Und das haben Sie von einer SPD-Veranstaltung? Ja, das war mal im Spaßkit der SPD, wenn ich mich recht entsinne. Das waren aber noch zu Zeiten, bevor Andrea Nahles, also als die SPD noch Spaß hatte. Aber im Ernst, es war das Jahr von Angela Merkel. Fing desaströs an, ging in den Sommer mit zweimal Regierungskrise, als ich meinen Urlaub unterbrechen musste. Herr Augstein, Sie sind auch dabei, Sie dürfen auch was sagen. Nee, es ist Jahresende, es ist Jahresende. Aber ich rede so ungern über Leute von gestern. Weil ich finde, das ist irgendwie so vergebene Liebesmühe. Weil zu Angela Merkel haben alle Leute alles gesagt und ich übrigens alles auch zweimal und auch geschrieben. Und zu ihr ist im Grunde nichts mehr zu sagen. Und das meine ich jetzt gar nicht respektlos. Sie ist einfach eine Frau von gestern und sie hätte übrigens auch schon gestern abtreten müssen, wenn sie es morgen macht. Wäre es einfach höchste Zeit. Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie bei all der Prügel, die eingesteckt hat und den Krisen, die sie auch zum Teil selber mit herbeigeführt hat, insbesondere im Frühsommer und nach dem Sommer dieses Jahres, 18, nicht jetzt irgendwie einen sehr eleganten Weg rausführt und quasi einen letzten Sieg mit Ihrer Nachfolgerin, wissen Sie was? Parteivorsitz, ich über diese ganzen Kerle, ja, über diese ganzen Männer des Andenpaktes, wenn man so will. Wissen Sie noch, wer Chu Enlai war? Wissen Sie das noch? Natürlich. Chu Enlai. Man hat Chu Enlai, ein berühmter, ich glaube, chinesischer Politiker, soweit ich mich erinnere, den hat man mal gefragt, wie er eigentlich die französische Revolution beurteilt. Das ist so ein paar Jahre her, dass man ihn gefragt hat. Dann hat er gesagt, es ist noch zu früh, sich dafür eine Meinung zu bilden. Und das fand ich toll. Da hat man nämlich erstens gemerkt, sozusagen, in welchem Bogen der Chinese denkt. Übrigens China, China, das wird überhaupt das Thema der nächsten 5 Jahre werden. Und ich finde auch für Merkel, sozusagen das zu beurteilen, ist mir im Moment noch zu früh. Ich möchte erstmal einfach nur erleichtert sein, dass Sie doch mal ein nettes Wort. Es ist ja nun, sie reitet ja nun in das Sie war lange Bundeskanzlerin. Und ich finde, dass, was mich am meisten, gut, Sie wollen ernsthaft über Merkel reden, ich würde es am liebsten nicht tun, ich tue es aber jetzt dann trotzdem. Was mich am meisten an Merkel und an ihren Verteidigern wie Ihnen stört, ist, dass man bei Merkel immer das Gefühl hat, sie hat immer mit allem nichts zu tun. Alles, was sozusagen unter ihrer Regierungszeit schlechter geworden ist, und da gibt es wirklich eine Menge Sachen, die einem einfallen können, daran ist sie unschuldig. Sie war zwar die ganze Zeit Bundeskanzlerin, eines des wichtigsten Länders dieses Planeten, wahrscheinlich des bewohnten Universums, aber sie hat mit nichts irgendwas zu tun. Vermögensspreizung, Auseinanderfallen der EU, Eurokrise, Migrationskrise. Sie ist an allem unschuldig gewesen. Zwar im Amt, aber nicht in der Verantwortung. Sie ist an allem schuldig gewesen, meinen Sie? Nein. So habe ich das noch nie gesehen. Das ist jetzt interessant. Dass einer ganz allein an allem schuld sein kann. Das ist eine Erkenntnis. Alle Bäume sind grün, aber es ist nicht alles, was grün ist, ein Baum. Logikseminar nochmal nachholen. Ich habe nicht gesagt, dass nur sie trägt doch auch Verantwortung. Aber sie wäscht sich immer die Hände und sagt immer so, warum? Ich habe mich doch zu nichts geäußert. Ich stand immer im Hintergrund. Eigentlich habe ich damit gar nichts zu tun. Und dann wird sie irgendwann verschwinden in der Uckermark, in irgendeinem See in Templin. Sie wird so untergehen. Und dann wird sie kann schwimmen. Sie kann schwimmen. Ja. Ich möchte nochmal den Augstein-Kollegen gerade stellen. Sie schwimmt immer übrigens, oben. Was nicht schwimmen kann, wenn wir an dieser Stelle einen ganz kleinen Cut machen wollen. Was nicht schwimmen kann, ist die SPD. Die säuft nämlich ab. Auch im Jahr passiert. Ja. Hallo? Die hatten einen. Was war denn das eigentlich noch? Kanzlerkandidat? Stimmt, Martin Schulz war Kanzlerkandidat. Daran erinnere ich mich noch. Das war in 2017. Dann kam der ins Jahr 2018 und sagte, wir gehen in die Opposition. Der Saal brandete auf vor Jubel. Das war der Jubel der Partei nach ganz der Wahl. Ganz kurz, Herr Blume, ganz kurz. Ich bin nicht so wie Sie. Ich kann nicht immer alles in 1,30. Mein Gehirn funktioniert anders. Ich bin für Entschleunigung, unplugged. Ja. Stecken Sie Ihr Gehirn Sie aus Wort, der Steckdose. Streichen Sie das Wort, das in dem Satz überflüssig ist. Nehmen Sie Ihr Gehirn aus der Steckdose und entschleunigen Sie sich. Sie wollen jetzt hier so ein Parforce-Ritt durch dieses Jahr machen. Ja. So, ich sage Ihnen, das Wichtigste, was in diesem Jahr passiert ist, war... Das Irre ist doch, dass das mit der SPD in nur einem Jahr passiert ist. Die kamen aus der Bundestagswahl, waren auf dem Weg in die Opposition. Das konnte man ihnen echt nicht übel nehmen. Dann haben sie sich, nachdem Jamaika geplatzt war, überwunden bzw. sich drängen lassen von Bundespräsidenten Herrn Steinmeier, Klammer auf SPD, Klammer zu, nun doch einzusteigen. Und dann riss es den Schulz weg.
der hatte ein Bombenergebnis rausgehandelt, was so Minister angeht, was in dem Koalitionsvertrag steht, dieser großen Koalition. Und dann hat es ihn weggehauen, weil er selber Außenminister werden wollte. Und danach kam Frau Nahles dran. Wollen Sie jetzt, ist jetzt wieder der Moment für die Gesangseinlage des Jahres? Ich hab's, warte, ganz kurz. Ich mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und da hat sie aufgehört. Eigentlich sie der gute Haar aber an. Der gute Teil, der gute Teil. Ja, das stimmt. Und auch mein Lippenstift ist etwas dezenter. Und außerdem sage ich auch nicht, jetzt geht's richtig auf die Fresse, jedenfalls nicht, wenn Leute mir zuhören. Becci. Und ich sage auch nicht, Becci, und das wird auch teuer, Becci. Das ist Andrea Nahles, aber das ist jetzt ein bisschen gemein. Sie tut so, als wäre sie die oberste Kindergärtnerin der Nation. In Wahrheit ist sie die Nachlassverwalterin einer... Nee, sie ist die Kindergärtnerin der SPD, denn das ist ein Kindergarten. Da gibt es keine Kinder mehr. Das ist sozusagen ein Seniorenheim. Aber ich möchte mal sagen, kurz vorm, also schon in den Räumen, wo es schon dämmerig wird. Präfinal? Die SPD ist am Ende. Das Jahr 2018, das ist die das entscheidende das Entwicklung Wunsch, des Jahres 2018, ist das endgültige Ende der SPD als Volkspartei. Spannendste Entwicklung, es bleibt nur noch die CDU übrig. Und natürlich, Frau Nahles kann jetzt die Schaufel weglegen. Als Totengräberin der SPD hat sie ihre Arbeit gemacht. Sie kann sich jetzt, wie viele ihrer Vorgänger aus der Partei in der freien Wirtschaft, um einen gut bezahlten Posten bewerben. Andrea Nahles? Da ging es gar nicht zusammen. Aber Andrea Nahles nimmt in der freien Wirtschaft keine. Doch. Nein? Was denn? Na jetzt vielleicht, wo die SPD wirklich keine Rolle mehr spielt, vielleicht wirklich nicht mehr. Das hätten sich die Genossen vorher überlegen sollen. Sie kommt aus der Gewerkschaft, also sie ist ja nun... Man hätte die Parteien nicht so weit runterrocken können, dass man nachher nicht mehr in der freien Wirtschaft sozusagen... Das ist natürlich ein Problem. Das machen die CDU-Leute alle anders. Die kommen alle gut unter. Kleiner Break an dieser Stelle. Für die Werbung. Für die Werbung? Aber wir kommen jetzt zu einem eher düsteren Thema, nämlich wir kommen zu dem Thema... Ausschreitungen und Fremdenhass und was in Chemnitz passiert ist, das, was vielleicht keine Menschenjagd und Hetzjagd war, aber ein schlimmer Ausbruch von Pöbel und rechtem Ressentiment, rechter Gesinnung nach dem Mord. Verübt von einem, mutmaßlich von einem Flüchtling, Asylsuchenden. Und dann gab es diese Ausschreitung und dann gab es so eine Debatte, die mir echt auch so ein bisschen Angst gemacht hat, um... wer ist jetzt eigentlich schuld? Was war zuerst da? Haben manche Medien zu wenig drauf geschaut, was der Mord war? Andere zu viel darauf geschaut, was der Mob gemacht hat? Denn es war ein Pöbel, der da durchzog und irgendwelche Hitlergrüße zeigte und so weiter. Und das hat das Land in einer Form, wenn Sie sich erinnern, und es ist eigentlich nur ein paar Monate her, aber es scheint schon so weit zurückzulegen, in einer Form nochmal emotionalisiert, die schon irre war. Es ist interessant, dass Sie, ich öffne jetzt sozusagen für unsere Zuseher ein bisschen sozusagen hier den Blick hinter die Kulissen. Wir hatten im Vorfeld der Sendung, wir diskutieren natürlich immer sehr, sehr lange, was wir hier machen, sehr gründlich, haben überlegt, kommt Chemnitz eigentlich rein in diesen Jahreskurzrückblick, den wir hier machen, ja oder nein? Und der Kollege war der Meinung, Chemnitz muss rein, weil es doch ein wichtiges Ereignis ist. Und ich habe gesagt, aber lieber Freund, Chemnitz ist nur ein zwar sichtbarer und großer, aber doch nur ein Knotenpunkt in einer ganzen langen Reihe von rechten Übergriffen, von rechten Entgrenzungen gegen Migranten, gegen Migration. Ein Symbol für eine totale Verschlechterung unseres Diskussionsklimas, unserer demokratischen Kultur. Wir können über Chemnitz gerne reden, aber nur Chemnitz als Beispiel für einen viel, viel größeren Absolut. Prozess. Aber es ist für eine... nicht geklärte, wie soll man sagen, nicht vollständig bis zu Ende ausgetragene Diskussion über natürlich rechtes Ressentiment, aber auch Probleme im Umgang mit Integration, Flüchtlingskrise, Zuwanderung, Fremdheit etc. Da vermengt sich ja was. Ja. Was und damit, das, da bin ich ja ganz froh, dass wir im Rechtsstaat leben. Da würde ich sagen, halten wir uns aber ans Strafgesetzbuch. Nee, das ist eben, also, natürlich sollte man, das ist doch klar, halten wir uns ans Strafgesetzbuch. Aber der Punkt ist doch, welche Brandbeschleunigung hat das Thema noch einmal genommen nach diesen beiden Vorfällen, der Mord, der Mob. Das war die Schlagzeile der Bild-Zeitung. Was wollen Sie denn? Ja, aber das ist doch, die Schlagzeile der Bild-Zeitung, kein Wunder, weil Sie sozusagen nicht Vergleichbares auf eine Ebene tun. Das heißt, Sie machen das Verbrechen eines Individuums, was eine Straftat, die gerichtlich noch geahndet wird und auch geahndet werden muss. Dafür haben wir unsere Justiz, die funktioniert ja auch halberlei. Setzen Sie sozusagen auf eine Ebene mit einem medialen und politischen Versagen und einer pöbelhaften sozusagen Entgrenzung. Weil es miteinander zusammenhängt, nicht kausal und auch gar nicht entschuldigend oder relativierend in die eine oder in die andere Richtung. Überhaupt nicht. Ich glaube wirklich, das können Sie mir schon glauben. Und trotzdem hat es natürlich was miteinander zu tun. Warum wird denn so erbittert zum Teil auf beiden Seiten diskutiert? Weil da so viele Rassisten sind vielleicht deshalb, weil da so viele Nazis sind vielleicht deshalb. Schon mal drüber nachgedacht?
Ja, aber jetzt ganz Chemnitz zur Nazi-Hochburg zu erklären, ist irgendwie auch ein bisschen doof. Nein, aber die Leute, so, die da praktisch so, Hasi, du bleibst hier, praktisch mit Stirnacken, ja, und solche riesigen, ja, Tattoos und, ja, so weiter. Aber diese Leute respektiere ich auch kein Stück. Das sind keine Nazis, die wollen nicht spielen. Die machen halt viel Sport. Ja. Augstein, Sie können vorspielen. Geschenkt, ja, ich weiß, ich bin ja nicht doof, aber trotzdem fällt es auf das Unterfutter einer nicht vollständig, kann auch vielleicht noch nicht so weit sein, ausgetragene Diskussion über Zuwanderung, zu viel, zu wenig, die Richtigen, die Falschen. Was machen wir mit denen, die gekommen sind, aber nicht bleiben dürfen? Wie kriegen wir die wieder außer Land? Gerade Chemnitz hat ein ganz großes Problem mit sehr, sehr viel Zuwanderern. Überhaupt Ostdeutschland, Sachsen im Ganzen auch bekannt für eine hohe Zahl, geradezu eine hohe Flüchtlingsdichte. Ist wirklich zynisch, was Sie da machen, weil ich bin wirklich pass auf, und jetzt Sarkasmus weg. Ich habe immer gesagt, dass die AfD stellt Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ich bin nicht der Meinung, dass man mit Rechten nicht reden darf, okay? Also das jetzt nur mal so hier als salvatorische Klausel. Und dann komme ich aber gleich dahinter. Nochmal, wer so einen Stirnacken hat und so eine schwarze Sonnenbrille und irgendwie so die Yakuza-Kutte und dann sagt irgendwie so, ich glaube, mit dem müssen wir nicht mehr reden. Da wäre ich mal so bei meinem Kollegen Jan Fleischhauer, der gesagt hat, die Münchner Polizei, die wüsste schon, wie man mit den Leuten umgeht. Ja, und das sage ich ausnahmsweise einmal, zitiere ich den Kollegen Fleischhauer bei Phoenix. Da würde es deutlich schärfer zugehen, als die Chemnitzer Polizei dann in der Lage war, bedauerlicherweise. Na klar, weil das ist ein Kumpel, der sagt, treffen wir uns nachher zum Bier, ja, machen wir. Na, Quatsch, das ist doch nicht. Die haben sich einfach nicht getraut, durchzugreifen. Schlimm genug. Auch schon, wenn wir so engagiert, leidenschaftlich, möchte ich beinahe sagen, über dieses Thema Migration, Flüchtlinge, rechte Gewalt immer noch reden, dann war es wohl 2018 ein großes Thema und ich fürchte, es wird 2019 eines werden. Weil wir ein Einwanderungsland sind, weil wir Migration hatten und haben werden und auch brauchen und das ist auch so. Dieses Jahr sollte ich das letzte Wort haben. Das machen wir nächstes Jahr. Ich habe jetzt das letzte Wort. Frohes neues Jahr. So will ich Sie sehen im nächsten Jahr. Schweigen.